Ja, kann man natürlich. Also eben, wie du schon erwähnt hast, geht es mir um die Klimaerwärmung und nicht um Corona, was sehr dominant im Moment ist. Also die Klimaerwärmung ist eigentlich auch brandaktuell, aber ist ein bisschen zur Seite gedrängt. Natürlich versucht die Kreativwirtschaft mit alles daran zu setzen, dass eben die Show must go on weitergeht und nicht von der Corona-Krise erstickt wird. Mir geht es eigentlich in der Installation auch, oder der Titel der Show Must Go On bezieht sich auch auf die ganze Gesellschaft, das heißt auch auf wir Künstler und Künstlerinnen mit unseren Gewohnheiten, welche wir nicht so schnell ändern oder aufgeben wollen, aber auch unsere Abhängigkeiten dazu. Zum Beispiel jede Google-Suchanfrage verbraucht Strom, die Server der Banken, das Cloud Computing oder das Bitcoin Mining. Auch ironischerweise mein Kunstwerk, das braucht auch einiges an Strom, vielleicht doppelt so viel wie ein zweimal ein leistungsfähiger Computer, also jetzt nicht übermäßig, aber das ist eigentlich die Ironie auch in diesem Werk. Der Titel suggeriert auch etwas Pessimistisches, also The Show Must Go On, quasi bis zum bitteren Ende. Nichtsdestotrotz bleiben eigentlich dann als Trost, auch ein bisschen ironisch, die extremen Naturschauspiele und Wetterphänomene, die dann auch immer noch poetisch, also die poetische Atmosphäre behalten, auch wenn sie für uns vielleicht gefährlich werden. Genau diese Stimmung möchte ich in dieser Arbeit auch transformieren und vermitteln, also auch dieses Spannungsfeld.